So, Leute, heute werden Weltrekorde gebrochen. Und zwar von Einfach Gustav. Leute, schaut bei ihm vorbei. Es lohnt sich. Ist wirklich ein ganz leckerer Kanal. Kann ich nur empfehlen. Heute gibt's, ich habe 8 offizielle Minecraft-Weltrekorde gebrochen. Da bin ich sehr gespannt. Ich lasse schon mal ein Like und achso, Abo habe ich schon da gelassen. Aber ja, abonniert. Und jetzt mal go. Seit ich ein kleiner Junge war, hatte ich 2 Träume, die ich irgendwann mal erreichen wollte. Ich wollte unbedingt mit Kim Possible auf ein Date gehen und einen Weltrekord in irgendwas aufstellen. Nachdem ich traurigerweise feststellen musste, dass das erste nichts wird, weil Kim Possible gar nicht existiert, will ich wenigstens meinen zweiten Traum erfüllen. Und da ich weder Lust habe, 8-mal vom Blitz getroffen zu werden, noch den längsten Schluck auf jemals zu haben, bleibt mir wohl nur noch eine Kategorie. Natürlich Minecraft. Auf der offiziellen Seite vom Guinness World Records Buch gibt es über 226 Weltrekorde zu dem Spiel. Da muss doch auch irgendwas für mich dabei sein. Ja, das glaube ich. Ich habe mich also auf die Suche gemacht und bin dabei auf teilweise wirklich sehr komische Weltrekorde gestoßen. Zum Beispiel die erste Hochzeit auf der Minecon oder die meisten Menschen auf einem Fleck, die als Steve verkleidet. So ein Kostüm habe ich auch. Ich habe mal so ein Bild auf Instagram hochgeladen. Da hatte ich auch so ein, also ich hatte das nicht direkt im Face, aber ich hatte auch so ein Kostüm. Ich sah richtig cool aus. Das waren übrigens 337 Stück. Chillig. Wie kommt man auf sowas? Neben so all den verrückten Rekorden gibt es allerdings natürlich auch Kategorien, die eigentlich jeder von uns schon kennen sollte. Die bekannteste davon dürfte Speedrun wahrscheinlich sein, so schnell wie möglich Minecraft durchzuspielen. Dabei gibt es nur ein Problem. Rekord. Der aktuelle Weltrekord dafür liegt bei unter 10 Minuten und mein persönlicher Rekord bei über 2 Stunden. Ich musste also weitersuchen und bin so auf insgesamt 8 Minecraft-Kategorien gestoßen, in denen sogar ich mit meinen Skills den Weltrekord brechen konnte. Genau diese stelle ich euch in diesem Video vor, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran und versucht sie danach gerne auch mal selber zu überprüfen. Mach ich, Gustav. Ja, der erste Weltrekord, den ich mir rausgesucht habe, war gleichzeitig auch der schwierigste. Steve Loppert aus Belgien hatte denselben Traum wie ich. Auch das ist geil. Hab kein Bild von ihm gefunden. Deswegen hier ein random Typ. Er wollte unbedingt mal einen Rekord aufstellen. Ja, er stellte also eine neue Kategorie, in der es darum ging, so schnell wie möglich alle Eisentools zu craften. Die Rede dabei ist von einer Spitzhacke, einer Schaufel, einer Hake, einer Axt und einem Schwert. Die aktuelle Bestzeit dafür betrug 2 Minuten und 21 Sekunden, was sich eigentlich recht leicht zu unterbieten anhörte. Doch ich habe total unterschätzt, wie ausschlaggebend der Spawn bei so einer Challenge ist. Ich dachte, man hat die ganzen Sachen schon im Inventar und muss sie nur craften. Dazu hatte ich unfassbares Pech. Man braucht insgesamt nämlich 11 Eisen, um alle Tools zu craften. Ja, okay, und jetzt schaut einfach mal, was mir bei Run 46 passiert ist. Okay, Freunde, ganz so gut sieht der Seed gar nicht aus. Aber wir haben da hinten einen Schiffswrack. Und wenn wir Glück haben und da einfach 11 Eisen drin finden, dann könnte das der neue Weltrekord sein. Aber dafür müssen wir erstmal 7 Holzblöcke abbauen. Ab in die Kapitänskabine, hier ist keine Tür, das ist schlecht. Oh mein Gott. 10 Eisen. 10 Eisen und 6 Nuggets. Nein. Und ach, wir brauchen 11. Oh mein Gott. Nach über 3 Stunden Arbeit und 85 Versuchen hat es dann endlich geklappt. Aber schaut es euch am besten an. Guck mal, Leute. Schaut mal bei Einfach Gustav vorbei. Der Boy, der ballert. Einfach selber an. Okay, let's go. Erstmal Holz holen. Erstmal müssen wir hier runter. Da unten hätten wir auch direkt das erste Eisen. Soll ich das mitnehmen? Da hinten ist ein Schiffswrack. Da hinten ist ein Schiffswrack. Okay, wir gehen rüber. Wir gehen rüber. Bitte, da müssen 11 Eisen drin sein. Wir brauchen unbedingt... Er hört sich auch schon ein bisschen heiser an. Hört mal zu, der hat schon eine Zeit lang geballert. 11 Eisen. Ich habe so lange gesucht jetzt. Wir sind schon am nächsten Tag. Ich habe das über einen kompletten Tag durchprobiert einfach nur. Ich überlege das auch zu Livestream übrigens bald. Vielleicht auch mal solche Speedruns. Ja, also abonniert gerne den Kanal, um das nicht zu verpassen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr darauf Bock hätte. Kiste. Ja. Hallo, lass mich zur Kiste. Bitte lass mich zur Kiste. Eisen. 13 Eisen, 13 Eisen, 13 Let's go. Eisen. Hallo, 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 hallo. Bitte schnell craften, jetzt schnell craften. Spitzhacke, Axt, Schaufel, Hacke. Fertig. Ja, ja. Oh. Eine Minute 34 oder Let's so. Freunde, wir haben's. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. No way. Da würde ich sagen, den Speedrun haben wir absolut erfolgreich geschafft. Nicht und schlecht. Das erinnert mich damals an noch Beat the Ungeheuer, wo ich auch übertriebenst viele Stunden reingeschallert habe, um diesen Rekord von Simon zu brechen. Oh, Junge. Weltrekord aufgestellt. Auf einer Minecraft-Messe in Philadelphia im Jahr 2019 hatten alle Besucher die Möglichkeit, sich in 3 neuen Kategorien zu messen. Wer pflückt die meisten Sonnenblumen in einer Minute? Wer schafft es am schnellsten, ein Dorf hochzuklettern? Und wer alle 3 baubaren Mobs in der kürzesten Zeit zu spawnen? Die Rede beim letzten ist dabei übrigens vom Wither, einem Schneegolem und einem Eisengolem. Die ersten beiden Rekorde waren mir zu schwer, aber 3 Mobs zu spawnen sollte auf jeden Fall schneller gehen als 25 Sekunden. Es tut mir wirklich leid für den 9-jährigen Jungen, der diesen Rekord für mehr als 2 Jahre gehalten hat, aber langsam... Mach ihn fertig! Mach ich platt! Zeit, die Großen ranzulassen. Hier seht ihr jetzt also meinen besten Speedrun für diese Kategorie. Okay, Freunde, nächste Challenge. Und zwar müssen wir so schnell wie möglich diese 3 Mobs spawnen. Der aktuelle Weltrekord liegt bei ungefähr 25 Sekunden. Und ich würde sagen, ich probiere das Ganze aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwer ist. Okay, let's go. Okay, Schneegolem haben wir, Eisengolem haben wir auch. Ah ja, da hat er ein bisschen gechoked. Und jetzt noch schnell den Wither. Zack, zack,
Zack, Withers gespawnt, fertig. 10 Sekunden Zeit hat's gedauert. Und dazu haben wir noch ein VIP-Ticket, wie ein Eisengolem versucht, einen Wither zu töten. Damit würde ich sagen, Freunde, dieser Weltrekord... Oh. Junge, habt ihr gesehen, wie der Iron Golem eben gerade den armen kleinen anderen Willi umgeklatscht hat? Warte mal, achte mal drauf, Junge. Da klatscht er ihn einfach weg. Zack. Zack, Withers gespawnt, fertig. 10 Sekunden Boom. Zeit hat's gedauert. Und dazu haben wir noch ein VIP-Ticket, wie ein Eisengolem versucht, einen Wither zu töten. Damit würde ich sagen, Freunde, dieser Weltrekord wurde aber ganz locker mit extrem viel Abstand gebrochen. Easy. Und wir haben's wirklich geschafft, diesen Kleinkindern den Weltrekord abzuziehen. Rohin Bajaj hält den Weltrekord für das am schnellsten gebaute Haus im Survival-Modus mit gerade einmal 2 Minuten und 41 Sekunden. Zumindest noch, denn ich habe ihn geschlagen und zeige euch gleich meinen besten Run. Übrigens, der aktuelle Weltrekord halt ist ein kleiner YouTuber aus Abu Dhabi und er hat den Rekord einfach in einem Virgin Megastore aufgestellt. Das ist so ein Laden, wo man Schallplatten oder so kaufen kann. Da war ich auch schon mal lustig, wie man auf solche Locations kommt. San Francisco. Naja, aber kommen wir jetzt zum neuen Weltrekord für das schnellste Haus in Minecraft Survival, den ich gerade aufgestellt habe. Okay, Freunde, los geht's. Wir gehen runterholen uns ganz schnell erstmal 14 Holzblöcke. Tja, und dann heißt es einfach schnell craften, ein ganz einfaches Woodplanks-Haus hinbauen und dann ist alles geschafft. Ich habe übrigens mal geschaut, was andere Speedrunner in der Kategorie so gemacht haben, die keinen Weltrekord geschafft haben, weil bei Guinness World Buch der Rekorde findet man irgendwie keine genauen Angaben. Und zwar haben die ein Haus gebaut, was 6 Blöcke Platz hat innen drin und eine Tür. Ich denke, das sollte eigentlich machbar sein. So, wir haben jetzt gleich genug Holzblöcke, dann einfach ganz schnell craften. Das meinst du auch hinbauen. Was für Paletto, Alter. Axelodon Speedrun. Dann schau mal eine Tür. Weg damit. Einfach hier Paletto ballert. So, und jetzt einfach hoch. Was habe ich heute eigentlich mit dem Wort ballern? Ist euch das mal aufgefallen? Jetzt habe ich selber getriggert. Dadurch achtet jetzt darf ich nie wieder ballern sagen. Natürlich, ist genau über mir ein Baum. Ah, Freunde, das ist natürlich unlucky. Wir bauen so schnell wie möglich es geht das kleinste Minecraft-Haus der Welt. Ja, und zack, fertig. Und wir haben im First Try einen neuen Weltrekord aufgestellt. Nice. Ich habe eigentlich wirklich keine Ahnung, wie einfach geballert. Aber den folgenden das habe ich jetzt mit Absicht gemacht. Rekord musste ich einfach brechen. Es handelt sich dabei um die am schnellsten gebaute Pistentür. Und jetzt ratet mal, wer den aktuellen Rekord dafür hält. Palutend? Natürlich mal wieder mein Erzfeind, Rohin Bajaj, mit gerade einmal 11 Alter, Sekunden. Bajaj und obwohl das eigentlich schon eine echt gute Zeit ist, musste ich natürlich versuchen, das zu überbieten. Ich überlegte also nächtelang durch, was die kleinste und damit auch die schnellste Pistentür in Minecraft überhaupt ist. Nach langer Zeit konnte ich es so schaffen, den aktuellen Rekord von Rohin einzustellen. Es tut mir wirklich leid für seine ganze Familie, die wirklich extrem stolz auf ihn aussieht, aber das hier ist der neue Rekord. Okay, Freunde, ich habe hier mal die kleinste Pistentür der Welt überhaupt erstmal gebaut. Ihr seht, man kann sie hier mit den Hebel auf und wieder zumachen. Und das Einzige, was wir eigentlich nur bauen müssen, sind hier 2 Pistons, dann hier 2 Blöcke, die verschoben werden, also die Tür sozusagen. Dann hier vorne nochmal 2 Blöcke und dann da ein Hebel dran. Und dann funktioniert das Ganze auch schon. Glaube nicht, dass man... Sowas hätte ich gern für meine Minecraft, fürs Minecraft-Fluchtdorf. Auch noch die Umgebung bauen muss, das würde ja keinen Sinn ergeben. Aber das hier ist, soweit ich weiß, die kleinste mögliche Pistentür der Welt. Und damit auch das, was wir versuchen, so schnell wie möglich zu bauen, um diesen Weltrekord aufzustellen. Okay, also 11 Sekunden ist der aktuelle Rekord. Das wird auf jeden Fall trotzdem schwer zu brechen, aber ich hoffe mal, ich schaffe das. Ich habe nicht umsonst tagelang trainiert für diesen Moment. Okay, ehrlich gesagt ist das mein First Try. Let's go. Dann hier. Fertig. 3 Sekunden, Freunde. 3 oder 4 Sekunden. Ich sehe die Zeit leider immer nur im Nachhinein. Also ihr wisst es besser, aber der aktuelle Rekord lag, glaube ich, bei 11 Sekunden. Und wir haben das Ganze in gerade mal 3 oder 4 geschafft. Was hat er denn in den 11 Sekunden alles gemacht, Alter? Ihr seht, es ist eine funktionierende Pistentür. Man kann sie auf und wieder zumachen. Ich könnte hier auch noch Blöcke hinsetzen, dann würde man das nicht sofort sehen. Damit würde ich sagen, habe ich diesen Weltrekord erfolgreich gebrochen. Ich freue mich auf jeden Fall extrem. Bis jetzt haben wir vor allem Rekorde von eher unbekannten Menschen geschlagen, aber natürlich sind auch große YouTuber nicht von mir sicher. Ja, der Axolotl Speedrun. Tja. Ashley Marie aus Großbritannien, die übrigens über 500.000 Abonnenten hat, schaffte es 2015 innerhalb von 1 Minute und 46 Sekunden 100 Schneegolems zu spawnen. Der Rekord galt lange als unmöglich zu brechen, aber mit einem kleinen Trick und Top-Vorbereitung habe ich es geschafft, der neue, schnellste Schneemannbauer der Welt zu werden. Okay, Freunde, also für den Weltrekord habe ich hier was Kleines vorbereitet. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt darf, ob das regelkonform ist, aber ich muss es einfach mal ausprobieren. Also, wir haben hier einmal so eine Rinne, die geht von hier bis da hinten. Das sind genau 100 Blöcke. Und da ist meine Taktik, dass ich mich hier reinstelle, dann ganz viele Schneeblöcke hintereinander platziere und dann nach oben gehe und hier einfach zack, zack, zack hintereinander die ganzen Kürbisse draufsetze. Und ich würde sagen, Freunde, ich probiere das Ganze einfach mal aus. Okay, los geht's, los geht's, los geht's. Okay, Freunde, wir liegen gut in der Zeit. Das Schlimmste ist, wenn man sich verbaut. Wenn ich mich verbaue, dann ist der Run eigentlich
komplett zu Ende und genau in dem Moment passiert es auch. Ist aber gar nicht so schlimm. Ich habe das Ganze schon einmal ausprobiert. Aber darf man das im Game-Mode machen? Das ist auf jeden Fall einfacher, als man denkt. Da habe ich direkt den Weltrekord geknackt, aber habe es nicht aufgenommen. Okay, Freunde, wir sind am Ende und jetzt nur noch die Kürbisse platzieren. Nur noch die Kürbisse platzieren. Wir sind ungefähr nicht mal bei einer Minute von der Zeit. Und ich habe mich wirklich ewig verbaut. Das heißt, das könnt ihr auch easy nochmal brechen, meinen Weltrekord. Aber ich würde sagen, wir haben es gleich geschafft. Komm, wir müssen doch gleich am Ende sein. Das wird's. Fertig. Eine Minute 13, Freunde. Ihr seht's, ich kann nur nochmal die Strecke langlaufen. Hier ist wirklich kein einziger Schnee mehr da. Jeder Schneegolem wurde gespawnt. Ich würde sagen, Freunde, 100 Schneegolems so schnell wie möglich bauen, haben wir erfolgreich geschafft und halten damit den neuen Weltrekord. Ja, Glückwunsch. Kommen wir jetzt zu einem Rekord, den ich nur mit eurer Hilfe brechen kann. Ja. Der offizielle Minecraft-Trailer ist mit 158 Millionen Klicks das berühmteste Minecraft-Video auf ganz YouTube. Ja. Um diesen Rekord zu brechen, müsst ihr alle das Video liken, kommentieren, mich abonnieren und es an Barack Obama schicken. Nur so können wir es schaffen, dass das Video viral um die Welt geht. Und vielleicht wird es dann irgendwann auch meinem Erzfeind Rohin in Abu Dhabi auf der YouTube-Startseite angezeigt. Okay, nein, Spaß beiseite. Ja, also 158 Millionen Views. Gibt's in Deutschland ein Video, was so viele Klicks hat? Ich glaube nicht. Also mir wird spontan vielleicht ein Musikvideo von irgendeinem deutschen Künstler, was dann wirklich so um die Welt gegangen ist. Aber ansonsten, also ein Gaming-Video zum Beispiel, meh. Aber ein Like und ein Abo würde mich wirklich freuen. Es steckt viel Arbeit in diesem Video. Ja, aber ich habe schon gemacht. In der Zwischenzeit schon mal weiter mit dem nächsten Weltrekord. Und dabei handelt es sich um das höchste Haus in Minecraft. Bis zur 1.18 lag die maximale Bauhöhe ja noch bei 257. Und genauso hoch war dementsprechend auch das höchste Haus in Minecraft. Doch mit dem neuen Caves and Cliffs Teil 2 Update wurde die maximale Y-Koordinate insgesamt um 128 Blöcke erhöht. Die Chance habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen und das neue höchste Haus in Minecraft gebaut. Okay, Freunde, also für diesen Weltrekord musste ich einfach nur ein bisschen bauen. Da habe ich natürlich extremes Glück. Ja, ich hätte ein Haus gebaut und darauf eine lange Antenne gehabt, dass jetzt die maximale Bauhöhe geändert wurde. Und hier seht ihr jetzt das neueste, höchste Haus in Minecraft. Ich kann mit der Render-Distance nicht mal bis ganz nach oben schauen, aber was das Wichtigste ist, ihr seht's, ich bin hier unten im Erdgeschoss, bin auf Höhe minus 63, das bedeutet, der Block hier ist auf Höhe minus 64 und ja, jetzt würde ich sagen, kletter ich mal die Leiter hoch. Und ihr seht, wir sind auf Höhe 319 ungefähr. Schnitt. Also der oberste Block hier oben ist auf der Höhe 319. Springen, und damit ist es das höchste Haus, was jemals in Minecraft gebaut wurde. Aber das Coole ist, bis zur nächsten Minecraft-Version ist der Weltrekord auch nicht mehr zu brechen. Weil höher kann halt ein Haus in Vanilla-Minecraft einfach ich nicht sein. Mal sehen, und ich weiß wenn doch, ihr wollt es alle sehen und ich mach's natürlich auch. MLG vom höchsten Haus der Welt in Let's Minecraft. Let's go! Zugegeben, dieser Rekord war nicht gerade schwer zu brechen. Ganz im Gegensatz zu dem, was ich euch jetzt zeige. Mackenzie Hark hält nämlich den aktuellen Rekord für das meiste gesammelte Holz in 3 Minuten mit insgesamt 106 Stück. Noch dazu kommt sie aus Springfield. Ich hoffe ehrlich gesagt, sie wird jetzt nicht gelb vor Neid, aber ich habe sie geschlagen. Dafür habe ich insgesamt 50 Seeds ausprobiert, bis ich dann endlich den einen perfekten Weltrekord-Seed gefunden habe. Aber schaut es euch am besten einfach selber an. Okay, Freunde, wir haben den perfekten Seed für den Holz-Speedrun. Wir haben direkt Steine an der Oberfläche. Wir müssen nur ganz schnell uns Holz holen, ein Crafting-Table bauen, eine Steinaxt und dann hier einfach so viel Holz abbauen wie möglich. Let's go. Komm. Das könnte was werden. Das ist der Run. Obwohl, warte mal, wir wissen ja schon, dass er schafft, oder? Ich er präsentiert den uns doch Run, nur Dinger, die er auch schafft. Okay, jetzt nur noch Holz abbauen. Wir haben jetzt eine Minute schon um. Es sieht ganz gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Uns erstmal noch all unsere Sachen craften mussten, worin ich ja extrem schlecht bin, wie ihr wisst. Aber das sieht bis jetzt wirklich sehr, sehr gut aus hier. Wir haben noch ungefähr eine Minute. Ich weiß noch, wie damals Tim und Stegi bei Varo 1 so mega schnell gecraftet haben und ich wie so ein Rentner so 30 und haben jetzt schon circa 50 Holz, 64 Holz und noch eine Minute verbleibend und jetzt schnell hierhin. Das Wichtigste ist halt, dass man irgendwo spawnt, wo extrem viel Holz ist, also normaler Wald, dass die Entfernung vom Baum zu Baum viel zu groß. Warte, er hat jetzt schon ist über 100. Viel besser, weil da geht es eigentlich die ganze Zeit nur darum, dasselbe zu tun. Mathe Genie. Er hat schon über 100. Da zu stehen und das Holz abzubauen. Ja, man sorry, muss nicht hin und her rennen mir. Und das spart einem so viel Zeit. Okay, Freunde, wir haben noch 15 so, Sekunden. Jetzt hat wir haben schon über 100. Geschafft. Wir haben schon geschafft. Wir haben schon 115 Holzblöcke. Noch 11 Sekunden, ich schaue auf die Uhr. Noch 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Frohes Neues! Yeah. Vorbei! Also, wir haben insgesamt 129 Holz gesammelt. Das ist nicht schlecht. Das sind 23 Holzblöcke mehr als die aktuelle Bestleistung. Und damit würde ich sagen, haben wir diesen Weltrekord auf aber jeden Fall gebrochen. Aber kann er damit jetzt ins nice, Guinness-Buch kommen? Zum Abschluss des heutigen Videos habe ich nochmal einen sehr simplen Weltrekord gebrochen. Neben dem höchsten Haus gibt es auch die Kategorie für den höchsten Holzturm. Bis jetzt waren das 256 Blöcke, aber nicht mehr lange. Mit dem neuen Update ist auch hier wieder deutlich mehr möglich. Und das habe ich
natürlich direkt mal ausgenutzt. Denn ihr seht's, der Holzturm fängt hier unten an. Genauer gesagt auf der Höhe Y-64. Könnt ihr auch hier links oben nochmal sehen. Und der geht dann bis ganz nach oben auf die höchste Bauhöhe, die möglich ist in Minecraft. Das ist auch gleichzeitig der höchste Baum. Ehrlich gesagt, der einfachste Weltrekord von allen Weltrekorden, die ich heute aufgestellt habe. Aber natürlich darf ich mir auch den nicht nehmen lassen. Ich brauche diesen Weltrekord einfach auch. Ihr seht's, ich stehe hier oben auf der Höhe 320. Das bedeutet, dass der oberste Holzblock auf der Höhe 319 ist. Und ja, ich kann wieder mal nicht mal bis zum Boden schauen. Aber damit würde ich sagen, habe ich auch diesen Weltrekord erfolgreich aufgestellt. Das waren 8 Minecraft-Weltrekorde, die ich gebrochen habe. Das machen die Villager. In dem Video steckt wirklich eine Menge Arbeit. Also lasst gerne mal ein Like da und abonniert meinen Kanal, um sowas in Zukunft nicht mehr zu verpassen. Falls ihr Lust auf einen zweiten Part habt, schreibt mir gerne mal weitere Weltrekorde in die Kommentare. Keine Ahnung. Ist es egal, ob die bereits... Aber Video war geil.